Für alle Autofahrer bekannt, Freiberg glänzt zurzeit durch Baustellen. An jeder Einmündung könnte man fast sagen, befindet sich irgendeine Baumaßnahme. Wie wir jetzt sehen, stehen wir auf der Dresdner Straße, Ortseingang Freiberg. Und was haben wir? Eine Baumaßnahme. Und Baumaßnahmen führen dazu, dass alles, wie es einmal war, natürlich nicht mehr so ist. Deshalb sieht man hier sehr viele zugeklebte Markierungen. Neben den Markierungen, die zugeklebt sind, gibt es natürlich auch noch ein paar Barken. Es gibt noch so ein paar Schutzzäune, dass nichts passiert. Aber insgesamt verwirrt das alles, weil es kommt noch etwas Knallhartes dazu. Wir haben immer noch eine Ampel. Aber die funktioniert auf der rechten Seite, weil links ist abgehängt, aber links muss man sich einordnen. Und da können sich manche Autofahrer fragen, ja, was gilt denn jetzt hier überhaupt? Also geltend tut natürlich das, was man sieht. Die Ampel ist grün oder ist auch mal rot. Na, und einordnen muss ich mich auf der falschen Spur, weil anders geht es nicht. Das heißt, Markierungen auf dem Boden spielen also zurzeit hier scheinbar keine Rolle. Es wäre auch wahrscheinlich schwierig, die richtig hinzukleben, aber es ist halt alles zu. Und jeder Kraftfahrer muss jetzt so fahren, wie er denkt, wie es am besten ist. Aber hoffentlich denken das auch alle so. Ja, war vor der Baumaßnahme die Anordnung der Fahrstreifen so, dass man auf der rechten Seite geradeaus fahren musste und in der Mitte dann links abbiegen. So hat sich jetzt natürlich geändert. Das heißt, aufgrund der Baumaßnahme ist jetzt der Linksabbiegefahrstreifen abgeklebt und der Geradeausfahrer kann ihn jetzt nutzen, beziehungsweise auch der Linksabbieger kann ihn, beziehungsweise muss ihn ja nutzen, weil er sonst keine Spur mehr frei ist. Ja, vielleicht ein paar Worte noch zum Verhalten an solchen Situationen, also sprich Baustellen, wenn die Verkehrslage, sprich Markierungen in dem Fall etwas unübersichtlich sind oder wie in dem Fall konkret nicht mehr gelten. Also für den etwas ungeübten Autofahrer, der sowas nicht kennt oder nicht jeden Tag hier langfährt, sei natürlich gesagt, erstmal langsam machen, sich anschauen, was hat man denn hier eigentlich vorgehabt, was wollte man dem Autofahrer zur Hand geben, damit eben nichts passiert und das alles sehr flüssig läuft. Deshalb kann man nur raten, schauen Sie schon auf die Markierungen drauf, schauen Sie auf die Ampel, schauen Sie, was gilt zusammen und legen Sie dann fest, wann werde ich wohin fahren. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Lob an die Autofahrer, die zurzeit Freiberg nutzen. Einmal besten Dank, dass Sie trotz der brütenden Hitze, die ja auch über Freiberg herrscht, bei Ihrem Autofahren immer noch relativ cool bleiben und auch die Staus, die leider Gottes in einigen Bereichen bestehen oder entstehen, gelassen nehmen und es Gott sei Dank im Moment noch zu keinen größeren Verkehrsunfällen kam. Musik